wenn meine Partnerin auf mich zukämen würde und sagen würde, sie würde gern von mir gewürgt oder ausgepeitscht oder gefesselt werden, dann könnten wir das wahrscheinlich ausprobieren. Ich müsste sehen, ob ich dabei Spaß habe. Da wirfst kann du dich gern? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da einen Reiz gibt. Weiß ich nicht. Ja. Ich finde, das ist einfach, ich kann es nicht mal genau beschreiben, wenn der Mann so da das Sagen hat. Ich meine, sonst hat er das halt nicht. Aber da kann er ordentlich vielleicht mal sagen, wo es lang geht. Und wenn das vorbei ist, dann sind wir Frauen wieder dran. So sehe ich das. Bei mir erzeugt Schmerz keine Lust. Ich kann mich da einfach nicht hineinversetzen in die Leute, die einen Spaß machen. Dieses mit diesem Bondage, glaube ich, heißt das, ja. Das würde ich vielleicht mal testen, ja. Aber da müsste der Partner schon mitmachen. Also, oh, das fesseln, ist natürlich, fesseln ist ganz gut. Und natürlich mal so einen kleinen Klaps irgendwie, auch wenn das mal auf die Wange ist, ist ja auch nicht so schlimm. Muss ja nicht immer der Po sein. Aber wenn, also solange das nicht irgendwie, wie gesagt, mit Auspeitschen und irgendwelchen komischen, weiß ich nicht, Hammern, Geräten irgendwie bis aufs Blut fesseln oder irgendwas sowas, das ist, wäre mir auch zu viel. Aber so ein bisschen, sage ich mal, nicht so die Blümchen-Variante, das ist schon ganz gut. Wenn man so extreme Sexvorstellungen hat, sollte man das schon seinem Partner erzählen? Finde ich auch. Ja. Ob der dann damit einverstanden ist oder ob es eher als Spaß sieht, wird man dann ja herausfinden. Weil, weiß ich, wenn man mich ganz fesseln würde und von der Decke runterhängen lassen würde, das ist schon eine Grenze auf jeden Fall. Ich denke, dass Sex und Schmerz passt zu einem Teil auch gut zusammen. Schmerz, finde ich, ist nichts Schönes, was ich genießen würde im Bett, sondern einfach etwas, was mich nicht daran machen würde. BDSM ist für mich eine zu sehr extreme Spielart, ja. Bei mir hört es auf beim Schlagen. Da ist bei mir dann, das ist ein No-Go. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel, und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?